meine Lieben, heute habe ich ein neues Video für euch, ein DM-Haul, wie ihr schon in der Überschrift oder Unterschrift gesehen habt. Als erstes wollte ich aber, bevor ich ins Video reinspringe, mich noch ganz, ganz kurz bedanken für euer ganzes positives, liebes Feedback zu meinem letzten Video. Das war ja meine Morgen- und Abendroutine und Tagesroutine in einem. Und ich habe wirklich so viel liebes Feedback von euch bekommen, dass ich mich einfach mal ganz kurz persönlich bei euch bedanken wollte. Ja, aber jetzt bin ich schon aus der Puste, bevor ich überhaupt angefangen habe. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt mit den Produkten, weil es eine Menge ist. Und ich fange wie immer an mit den Beauty-Sachen und dann zum Schluss kommen auch noch ein paar Lebensmittel. Also viel Spaß! 3, 2, 1, go! Als erstes habe ich ein bisschen in der Shampoo-Abteilung rumgestöbert und da zeige ich euch zunächst mal dieses Shampoo hier. Das ist von Garnier für Volumen und Vitalität, für feines und plattes Haar ohne Volumen. Ja, und dementsprechend soll das dann eben Volumen schenken. Ich hatte das schon mal vor einiger Zeit und ich fand es eigentlich ganz gut, deswegen habe ich das wieder gekauft. Wenn ihr aber ein empfehlenswertes Shampoo habt, was wirklich, wirklich Volumen spendet, also wo es nicht nur draufsteht, wie es meiner Erfahrung nach echt bei 80% der Fall ist, dann schreibt mir das doch bitte, bitte in die Kommentare, weil ich brauche ein gutes Volumen-Shampoo. Und als zweites habe ich dann noch dieses hier mitgenommen, auch von Garnier. Olivenöl und Zitrone, das ist ein Shampoo für trockenes und glanzloses Haar. Ja, ich weiß nicht, ich bin momentan irgendwie mit meinem Haar nicht so ganz zufrieden. Ihr sagt jetzt bestimmt, warum, aber man selbst ist da ja eh mal ein bisschen kritischer. Also auf jeden Fall werde ich das auch noch austesten. Wenn ihr damit auch Erfahrung habt, dann schreibt das ruhig mal gerne unten rein. Dann habe ich mir einen Creme-Lidschatten mitgenommen und zwar ist der von P2 aus dieser Forever Intensive, Intense-Reihe. Ja, ein Creme-Lidschatten in der Farbe 020 Just As You Are. Und ihr seht ihn ja gerade eingeblendet. Ups. Ah, Telefon. Oh, ich werde heute niemals fertig werden, wenn das so weitergeht. Okay, bis gleich. So, okay, da bin ich wieder. Also wir waren stehen geblieben bei diesem Creme-Lidschatten von P2. Und wie ihr sehen könnt, ist das eine sehr, sehr schöne Farbe. Ein richtig schöner Bronze-Kupferton und ich trage den auch heute auf meinen Augen. Ich kann ja mal so nach unten gucken, vielleicht könnt ihr das besser erkennen. Zusammen mit einem anderen Lidschatten im äußeren V, also so ein dunklerer Ton, der ist im äußeren V und den habe ich auf dem kompletten gesamten Lid aufgetragen. Also ich fand den sehr, sehr schön, aber der hat ein bisschen größere Glitzerpartikel, also da muss man sich bewusst sein. Eigentlich ganz cool, oder? Jetzt kann ich euch schon gleichzeitig so eine kleine Review zu den Sachen geben. Weiter geht's dann mit einem Lippenprodukt von Blistex aus dieser Happy Lips Reihe. Habe ich noch nie zuvor gesehen, ist glaube ich neu. In der Richtung Mango habe ich mir hier einfach mal einen mitgenommen. Und der ist vorne ganz durchsichtig, also der wird keine Farbe abgeben, denke ich mal. Und dann auch noch ein paar Haargummis. Ja, die trage ich nämlich immer sehr, sehr gerne von Evelyn. Und dann noch etwas für die Füße. Und zwar sind das hier von Essence einmal solche Gel-Pads. Und dann auch nochmal von Balea solche Samtpads. Die kann man sich einfach in die Schuhe reinlegen und die hatte ich früher schon mal und fand die echt richtig, richtig gut. Also die kann ich euch wirklich nur empfehlen für lange Partynächte sozusagen. Dann auch noch mein Lieblingshitzeschutzspray von Dove aus dieser Repair Therapy Reihe. Ich hatte ja auch schon mal den von Elnett in einem anderen DM-Haul gezeigt, aber ich muss sagen, nein, ich kehre wieder zu diesem alten Favoriten zurück. Ich finde den deutlich besser als den von Elnett. Also, falls ihr ein gutes Hitzeschutzspray sucht, kann ich euch das nur empfehlen. Dann geht es weiter mit einigen Basics, also ein bisschen langweilig, ne? Machen wir das mal schnell durch. Einmal hier einfach Wattestäbchen, die beiden Pakete. Und dann auch noch meine Abschminktücher von Balea, die ich ja auch schon immer jahrelang nachkaufe. So, und dann geht es weiter mit Nagellack. Und zwar habe ich mir diesen wunderschönen Nagellack von P2 aus der Volume Gloss Reihe mitgenommen. Ihr wisst ja, glaube ich, ne? Bei mir gibt kein DM-Haul ohne Nagellack. Und so war es auch dieses Mal. Ja, aber ich muss sagen, das war jetzt der einzige, der mich angesprochen hat. Also sonst habe ich keinen wirklich schön entdeckt. Aber den finde ich sehr, sehr hübsch für den Sommer. Und dann musste noch ein Concealer mit. Und zwar ist es von P2 der 24-Stunden-Concealer. In der Farbe 10, den finde ich auch richtig, richtig gut. Den kaufe ich mir auch schon echt seit Jahren fast immer wieder nach. So, und dann kommen wir noch zu einem Rouge. Und zwar habe ich mir hier von Catrice das Multicolor Blush in der Farbe Strawberry Frappuccino mitgenommen. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, hä? Hat sie das nicht schon in ihrem letzten DM-Haul gezeigt?
Ja, ihr habt recht. Also wer das von euch jetzt gedacht hat, der war wirklich sehr, sehr aufmerksam. Also Daumen hoch von mir. In meinem letzten DM-Haul hatte ich das aber für eine Freundin gekauft und jetzt habe ich das für mich auch nochmal mitgenommen. So, und wenn ihr mich jetzt kennt, dann wisst ihr, dass eine Produktart sozusagen noch fehlt. Und zwar ist das, tada, Mascara. Ich habe mich überwunden. Ich wollte mir schon sehr, sehr lange hier von Maybelline die Illegal Definition kaufen. Die illegale Definition. Was für ein Name. Die gibt es ja in verschiedenen Varianten. Da gibt es ja illegal Length. Oh, ich finde das irgendwie schwerer auszusprechen. Auszusprechen? Ah! Und illegal Volume oder so? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ja, habe ich mich jetzt hier für die Definition entschieden. Und ich habe die auch schon heute ausprobiert. Also ja, ich kann euch echt schon ein bisschen was erzählen über die Produkte. Und ich fand die ganz gut. Also muss man sagen, die war jetzt wirklich extrem teuer. Die hat 12 Euro gekostet. Also fand ich echt unglaublich viel. Deswegen habe ich auch echt schon ein Jahr oder so überlegt, mir die zu kaufen und jetzt erst mich endlich überwinden können. Aber ja, ich bin bisher nicht enttäuscht. Also ich finde die ja, echt ganz gut. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob sie wirklich 12 Euro wert ist, aber ja. So vom ersten Eindruck her kann man auf jeden Fall nicht meckern. So, und das war's jetzt mit den Beauty-Sachen. Jetzt geht's yummy, yummy, yummy an die Essenssachen, wo ihr bestimmt schon lange drauf wartet. Ich auch. Also los geht's. Ich fange an mit Dinkelpuffreis und zwar von Alnatura. Den werde ich mir ins Müsli reinmixen. Also so habe ich mir das zumindest überlegt. Und ich bin schon wirklich gespannt, wie der schmecken wird. Dankeschön auch übrigens nochmal an eure ganzen Empfehlungen. In meinem letzten DM heute hatte ich euch ja nach Lebensmittelempfehlungen gefragt. Und viele haben mir von dem hier geschrieben. Und deswegen habe ich mir den jetzt gekauft. Also, wer, das schmeckt nicht, ne? Ja, dann auch wieder mein All-Time-Favorit, meine Schokoreiswaffeln in der Richtung dunkle Schokolade. Und auch noch diese Spaghetti hier, die finde ich auch sehr, sehr lecker. Die hatte ich auch schon öfters. Also die schmecken wirklich, ja, richtig, richtig gut. Die machen zwar sehr schnell satt, also da braucht man echt nicht viele von essen, weil die eben so schnell sättigen. Aber die haben einfach so einen richtig guten Eigengeschmack, finde ich. So, und weiter geht's mit Milch, beziehungsweise Sojadrink. Ist ja eigentlich keine richtige Milch, oder? Nennt man das dann auch Milch? Ich glaube nicht. Und zwar, ja, haben das mir auch viele empfohlen und deswegen habe ich mir den jetzt mal gekauft. Ich war etwas sehr kritisch, muss ich sagen. Aber ich habe gestern schon ein Glas getrunken. Allerdings muss man dazu sagen, dass ich es mir warm gemacht habe, zusammen mit Haferflocken. Da fand ich es ganz gut. Also man hat eigentlich keinen wirklichen Unterschied geschmeckt. Aber ich weiß nicht, wie ich das so pur finde. Da kann ich euch jetzt noch nicht so hundertprozentig sagen, ob ich da so ein großer Fan von sein werde. Aber noch eine letzte Sache, die ich mir gekauft habe. Und zwar ist es einfach Apfelmus. Weil, ja, der hat mich irgendwie so angelacht. Und dann dachte ich mir so, Apfelmus mit Pfannkuchen, das wäre jetzt geil. Seid ihr auch so ein Fan davon? Also ich finde das richtig, richtig lecker. Und deswegen habe ich mir den einfach mal mitgenommen. Ja, und ich würde sagen, das war's. Also mehr Produkte habe ich nicht. Ich habe euch alles gezeigt. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Gleich unten in der Infobox verlinke ich euch nochmal meine zwei letzten Videos. Das war ja zum einen meine Morgen- und Abendroutine und Tagesroutine in einem Video. Und zum anderen war das ein Video aus meiner Our Little Secrets-Reihe. Über den allerersten Kuss. Ja, da erzähle ich euch meine Geschichte dazu. Also guckt da unten vorbei oder auch am Ende des Videos, da verlinke ich euch die. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen ganz, ganz schönen Sonntag und einen guten Start in die Woche und in den Monat. Und wir sehen uns dann wie immer am Mittwoch wieder, wenn ihr über die Suchanzeige vielleicht auf dieses Video gekommen seid und meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das hier machen, wenn ihr das möchtet. Und ja, jetzt bin ich schon wieder irgendwie total aus der Puste gerade. Also ich gehe jetzt. Genau, ich gehe jetzt und vielleicht mache ich mir Pfannkuchen mit Apfelmus. Oh, das wäre richtig, richtig geil. Also ja, macht's gut. Tschüss!